Ja, da müssen wir jetzt halt einfach durch. Ach, hier ist er, bei mir. Kriegst du hin oder soll ich kommen? Ja, ja, schon. Oh, ich sollte vielleicht mal was essen. Ach, lol. Was ist denn? Vieh, Alter. Die ist ja hässlich. Hä, hey, die ist hässlich wie die Nacht finster. Ja, verpiss dich jetzt, ey. Warte, aber. Ach, das ist bloß ein Dreiviertel, das ist doof. Kann ich hier was trinken? Ja. Stimmt, können wir hier irgendwo... Ja, hier. Aua. So. Baue ich mal im Wasser meine... Ist halt einfach direkt... Nice. Eigentlich hier ist hier tatsächlich ein perfekter Ort für eine Base. Wir haben den 3D-Drucker, wir können hier trinken. Essen ist jetzt auch nicht das Problem. Ja, willst du der Base hier bauen nochmal, Kleiner? Ja, ich meine, gut, eine kleine haben wir ja sowieso, ne? Wir können hier, ein Zimmerwohnung, ja. Wir können hier auf jeden Fall schlafen, wir können hier zur Not mal eine Nacht aushalten. Wir haben hier den Turm, der kennzeichnet. Und den Drucker. Ich würde halt wirklich gern schauen, ob wir das nicht schaffen, dass wir mit der Seilrutsche von Base zu Base kommen. Oh. Zur Not halt auch wirklich mit so einem Zwischenstopp. Das ist jetzt nicht so schlimm. Nee, das macht jetzt, ist ja überhaupt nicht schlimm. Das wäre nämlich eigentlich, glaube ich, ganz geil. Kevin, du sitzt bequem, ja? Ruhst dich ein bisschen aus? Hattest du einen anstrengenden Tag, sagst du? Dieser dreckige, faules Stück. Richtig faules Stück einfach. Warte mal. Wo baust denn du gerade am meisten ab? Ja, hier ist so die Ecke, wo ich gerade bin. Warte. Lass mal den einen Baum hier hinter dir dann stehen, weil dann musst du nicht immer komplett bis hochlaufen und kannst dich einfach hochschicken. Das ist natürlich sehr schlau. So bin ich, manchmal. Eher selten, aber manchmal kommt es vor. Das geht nach unten. Ja, du musst in die richtige Richtung schauen. Das ist wichtig. Hab ich gerade gesehen. Und das ist so geil, weil die fallen ja einfach hier oben direkt hin. Und das werden wir dann auch gleich machen, wenn der Turm ein bisschen höher ist, weil dann kannst du mir das Zeug direkt komplett hochschicken. Oh shit, Alter. Hey, das wollte ich doch gar nicht. Ach, du kannst ja nur ganze, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber macht ja Sinn, weil die anderen braucht man nicht wirklich. Und es müsste rein theoretisch auch direkt ins Lager gehen. Jupp, das funktioniert. Voll geil. Nein. Wo ist jetzt das andere? Hä, wo ist das andere Brettchen? Ah, da. Sag mal, Kevin, arbeitest du mal was? Was ist denn mit dir? Ist der immer noch rum? Fauler Sau. Der steht da einfach nur und schaut zu. Hallo. Du sollst arbeiten. Ach, weißt du was? Mich doch. Machst du wenigstens was Sinnvolles. Wir brauchen das Material sowieso. Nein. Wenn dann bitte so rum. Dann können wir absperren. Fenster hier drin braucht man nicht, oder? Nee, ist ja schmarrn, oder? Höchstens so ein ganz kleines vielleicht. Immer noch reinbauen. Was wir auf jeden Fall bräuchten, wäre eine kleine Wandfackel. Lässt du jetzt hier Kevin Baum fällen? Ja, nebenbei dachte ich. Dann
Haben wir aber mehr. Ich weiß nicht, ob das gefixt worden ist. Wir bauen ja kein Baumhaus, ne? Ne, da wo die Seilbahn dran hängt halt, ne? Ah, ja. Das, ja. Gutes Argument, ne? Ja, aber ich glaube, so weit kommt er gar nicht hoch. So viel macht er nicht am Tag. Ne, der Radius dürfte nicht hinhauen. So, da haben wir da Licht. Ach, weißt du was? Hier so ein kleines, dass man einfach sieht, dass hier Leben in der Bude ist. So, dann können wir hier noch die Stützen einfach, weil es halt, ne, optisch mehr ist es ja nicht. Ja, hier, ob der Baumeister wieder Bock. Ja, klar. Ich hab da richtig Bock. Ich hab da richtig Bob, der Baumeister. Um Himmels Willen, war das schlecht. Findest du? Ja. Eigentlich habe ich mir wirklich Mühe gegeben. Aua. Das Hunst der hier. Ja, ja, voll geil. Ja, ja. Das ist kein ganzer. Halber, oder? Ja. So. Vor allem dadurch, dass Kevin jetzt auch abbaut, kriegen wir hier sowieso halt extrem schnell extrem viel Holz, ne? Können wir die von Kevin seiner Seite mal hochtragen? So, dann bräuchte ich hier mal kurz das Seil. Die Frage ist nur, wie kriege ich jetzt das Holz auch? Ich müsste eigentlich die Holzpistole einmal kurz umsetzen. Oder ich mache ein zweites. Jawohl, Kevin, der war mal gut. Kann ja doch noch was, der kann. So, wir müssen jetzt mal was probieren. Ich weiß nämlich nicht, ob es klappt. Es könnte sein, dass ich gleich deine Hilfe brauche. Ja, alles no problem. Versuch mal hier die Seilrutsche ein paar Stämme hochzuschicken, ob ich die schnell abgreifen kann. Jo. Dann baue ich hier direkt höher. Ja. Warte, erst außen. Oh Gott. Dieses Balancieren ist überhaupt nicht geil. Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ich falle runter. Oh. Geh mal die Seilbahn wieder hoch. Achso, klettern, ne? Warte. Ich habe aber ein Kletterseil. Ach, du hast ein Kletterseil. Ich muss hier doch, glaube ich, ein bisschen. Nein. Oh Mann. Bau doch. Ich will halt eigentlich keinen Boden reinbauen, weißt du? Ja, so ist es. Weil es ja nur das Türmchen ist. Ich würde ja auch nur noch eine Etage, denke ich, machen. Okay. Ich bin ready. Jo. Ach, sah gut aus, wa? Jo, gut. Dann mache ich nämlich hier oben für die Seilbahn eine Landeplattform sozusagen. Okay, ja, da war ich zu langsam. Oh, ich habe mich noch einen aufgekriegt. Gut, warte. Eine noch. Ja, schon mal. So, da muss ich das Seil jetzt hier hochhängen.
Dann komme ich nämlich komplett hoch. Und dann muss ich eigentlich die Seilrutsche noch einmal komplett nach oben, dass ich da ein paar Stämme hinkriege für die Landeplattform. Das sollte es dann, denke ich, gewesen sein. Also Holz haben wir auf jeden Fall genug. Kevin ist da, also muss ich essen. Du kriegst Besuch. Jetzt ist er mal auf. Achtung, hinter dir, ja. Alter, geh weg. Dich, Alter. Die haben wir da ab. So, Seil hier. Was ist denn jetzt? Ach. Na, eigentlich würde ich hier fast doch auf die doppelte gehen, oder? Ach, ja, oder? Nee, aber von der Breite, das war hier genauso wie unten diese Mini-Base, vielleicht diese zwei Felder am Start plus eins. Aber eine geile Aussicht hat man hier. Also du kannst, wenn du möchtest, wieder ein bisschen Holz hochschicken. Das ist voll geil. So. Das. Jo. Dann hier. Jupp. Das ist voll geil. Wir hätten diese Seilrutsche halt schon viel, viel früher geil, gebraucht. Ja, das ist einfach geil. Jo. So, das hier auf jeden Fall. Warte, den mache ich doch noch mal weg. Schick mal erst noch bloß einen. Weil ich glaube, das könnte rein theoretisch schon reichen. Ja. Kann bloß sein, dass wir unten den Punkt so ein bisschen verändern müssen, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ja. Kommst du ein Stück mit? Wir müssten, glaube ich, hier so eine Startplattform machen. Oder ich kann das auch da drauf. Stell mal einfach hier irgendwo einen Stamm hin. Weil dann kommen wir da hoch. Wir sollten nicht durch das Fenster fliegen. Und können dann hier das Seil runter. Also rein theoretisch könnten wir das sogar einbruchsicher machen, indem wir jetzt da unten die Treppe wegbauen. Mal machen, ja. Pause ab. Das ist natürlich richtig nice. Und dann könnten wir hier unten die Base eigentlich fast sogar größer machen, weil wir von oben runterkommen. Das wäre ganz lustig. Weißt du was, ich glaube, das machen wir auch. Weil es halt ganz lustig ist. Nein! Oh nein, ich hab... Lol, man kann das Bett nehmen? Ich hab das Bett einfach aufgenommen. So, okay. Das kann ich wegmachen, ne? Jo. Das, ist normalerweise, wenn ich den Baum fällt, ist es weg, oder? Du kannst auch mit E gedrückt halten, dann kriegst du das Seil weg. Ja, ich will den Baum fällen. Ja, ich weiß nicht, ob das Seil dann weg ist. Ja, wollte ich gerade sagen. So, hab's. Ich fäll jetzt trotzdem jetzt zusammen. Das hier brauchen wir dann für die Decke. Aktuell noch, aber ich mache ja noch Wände, ne? Das darfst du nicht vergessen. Der Eingang wird dann wirklich von oben sein. Durch eine kleine Luke im Dach. Dann haben wir da... Wir können noch ein Lagerfeuer reinstellen. Wir müssen bloß erstmal ein bisschen... Ich schicke dir gleich Stämme hoch. Dann kannst du ein bisschen bauen. Muss halt runterschmeißen oder mit den Stämmen runterspringen. Aktuell noch. Ja, super.
Okay, wir müssen dafür komplett zumachen. Machst du die hintere Wand, wo das Seil dranhängt, einfach mal zu mit den Stämmen, die ich dir jetzt hochschick? Ja. Weil sonst fliegen die wieder durch, das ist irgendwie behindert. Heavy. Du musst sie abfangen. Oder? Ja. Halt rechtzeitig, genau. Könnte ein bisschen dauern. Könnte ein bisschen. Gar kein Problem. Weil wenn die Wand zu ist, bleiben die da einfach liegen. Glaube ich nicht. Doch, ja. Oder fallen halt runter, was jetzt auch nicht so schlimm ist. Was, wie wollen wir es jetzt bauen? Ich würde unten einfach dieses komplette Viereck als Raum machen. Erstmal. Ja, aber da brauche ich ja nichts hoch zu... Das ist ja Schmann. Ich kriege aber da unten gerade keine Stämme hin. Deshalb. Ich schicke dir einfach mal ein paar hoch und dann komme ich auch hoch und dann schmeiße ich sie dir runter. Kannst du die nicht so hoch? Weiß ich nicht. Warte mal. Nicht. Okay, ich nehme alles zurück. Ja gut, sorry. Ich kann ja auch nicht alles wissen. Reicht ja schon, dass ich sonst immer, ne, alles weiß. Wirklich alles. Reicht, dass ich es halt nehme. So, die Tür können wir dann praktisch auch abbauen. Haben wir gerade gedupt, indem wir es beide abgebaut haben? Nee, oder? Ich glaube schon. Echt? Kann sein. Ich bin mir nicht sicher. Na komm. Die Bretter hättest du übrigens oben lassen können, weil die brauchen wir hier für die Decke. Ist alles gut. Ja. Ich muss hier nochmal wieder aufräumen, ne? Ja. So, warte. Ich glaube, das ist bloß ein Dreiviertel. Dann schmeiße ich dir Holz hoch. Ich kann nichts dafür, dass du im Weg stehst. Man trifft's halt auch echt beschissen, ne? Ja, ich gehe ein bisschen aus dem Weg und dann versuche ich's abzufangen. Jo. Ja. Sieht auch gut aus. Weil dann sind wir da einfach safe, da kommt kein Schwanz rein. Aua. Kelvin? Mach keinen Scheiß. Nee, war das Kelvin? Ja, das war auf jeden Fall ein Stamm. Ich glaube, das war Kelvin. Oh, der ist von oben wieder runtergefallen. Könnte rein theoretisch auch sein. Das gibt's doch nicht, ich fange nicht doch. Du musst auf jeden Fall hier. Ja, du musst die Wand hier erst machen, weil das Seil im Weg ist gerade für die Decke. Das heißt, ich muss hier doch ein paar von oben runterschmeißen. Ja, genau, dann macht die Wand. Zumindest die letzten. Echt? Genau, die letzten muss da von oben runterfallen. Dann bringe ich aber auch erstmal ein bisschen was nach oben. Soll sich ja lohnen. Ich geh mal hoch. Oder stimmt, du kannst sie auch selber runterlassen. Ja, da kann ich sie du hättest auch das Seil einfach hochlaufen können. Ja, aber das Ding ist viel cooler. Ja, ist ein Argument. Okay. Alter. Das ist cool, das Seil stört nämlich überhaupt nicht. Echt nicht? Nö. Lol. Oh, da ist schon wieder einer. Ich hau mal schnell ab. Ja, oh scheiße, aber ich glaube für das... Oder das Seil können wir dann auf der Seite machen. Warte. Wenn ich jetzt sage, musst du das Seil mal kurz abbauen. Und dann auf die andere Seite. Scheiße, Alter. Lass es rausfallen. Jetzt... Nein! Naja, gut. Was und auf die... Wenn du jetzt sagst... Also jetzt kannst du es abbauen und machst auf die andere Seite hin. Ich habe da schon mal die Luke. Dann müssen wir bloß das Bett umbauen. Dann hängt das nicht so durch die Decke, weil das würde ein bisschen buggy. Achtung, das sind welche? Ja, ist mir egal.
Die können mir hier gar nichts. Das ist voll geil. Das war jetzt falsch, oder? Nee, das war richtig. Nee, war perfekt. Hast du sehr schön gemacht. So, okay. Und jetzt bräuchten wir hier unten noch die Stämme, aber die sind, glaube ich, ein bisschen zu weit geflogen aktuell. Ja, ich hab's jetzt so. Ist ja, glaube ich, bloß... Ach, weißt du was? Komm, das ist bloß einer. Ich denke, den kriege ich hin. Stopp. Stopp. Er ist gestorbt. Nice. Nice. So, das ist alles für die Decke. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Warte mal, ich kann ja für... Ich werf's trotzdem nochmal nach oben. Ich kann von hier oben aus... Ich kann von hier unten aus bauen. Okay. Ja, aber deswegen musst du trotzdem für die Decken mal was hochwerfen. Ja, das für die Decke würde ich dir dann wirklich über die Seilrutsche. Ja, probier's nochmal mit hochwerfen. Achtung, da sind nochmal zwei. Na also, komm mal her. Okay, es sind drei. Und das sind die, die ein bisschen krasser sind. Ja, war's, Alter. Lässt du meinen Stamm da liegen? Die wollt klauen. Die wollt einfach klauen. Dann ist noch ein Schloch. Okay, Nummer 1 ist down. Willst du mich mit dem Knochen schlagen oder was? Kämpf wenigstens mit richtigen Waffen. Der ist tot. Warte, wo ist der dritte? Wir hatten noch einen dritten. Ich bin fast down. Der kommt da angehüpft. Hallo? Töte mich doch. Ha? Traust dich nicht. Okay, ich bin down. Das machst du schon. Ja, ich hab nichts mehr im Leben. Dann zieh dich erst zurück und heil dich. Wäre doof, wenn wir beide sterben. Kann auch kämpfen, Charlie. Ich hab aber Angst, dass du stirbst und dann sind wir beide tot. Ich will nicht, dass wir tot sind. Und ich brauche irgendwas zu naschen, ich hab übel Hunger. So Naschhunger. Bitte rette mich. Oh, danke. Ja, dann tschüss. Ach so, ich kann... Warte mal, die halben... Die Bretter kann ich ja, glaube ich, gar nicht schicken, ne? Nee, kannst nur... ja, aber schick halt die Stämme hoch. Jo, ich schmeiße. Ach so... Ja, schmeiß mal so hoch. Normalerweise geht's dann nicht schon da drin. Wo war jetzt Walkie-Talkie? Ich hab das aussehen angemacht. Was habe ich gedrückt? Ach, T. T. Ja. T wie Walkie-Talkie. Talkie-Walkie. Da. Eins noch. Da. Alter, wir sind ja voll das Team, ey. Und das Geile ist, warte, ich hol schnell ein Stöckchen, dann machen wir noch ein Lagerfeuer rein. Ich würde das Bett gegebenenfalls umpositionieren und dann haben wir halt eine sichere Base. Zumindest kann uns da drin nichts angreifen. Ja. Oh, scheiße, jetzt bin ich reingesprungen. Kannst du das Bett umpositionieren? Ja, ne? Gerade beim letzten Mal konnte ich es nehmen, jetzt hast du es. Ja. Hier so in die Ecke? Ich weiß nicht. Oder hier? Ich glaube, hier ist es ganz gut. Entschuldigung, bald der Knopf. Ich wollte ja sowieso eine neue Blaupause machen, das ist super lustiger. haben wir auch von Anfang an gesagt, dass wir das so machen. Ach. So. Noch ein bisschen drehen, schön in die Ecke. Jo.